Ja, herzlich willkommen. Nun die Episode. Heute verschlägt es mich nach Hamburg. Aber nicht die Trekking-Touren, über die wir gleich reden werden, über Irland, Skandinavien, Island-Durchquerungen, Neuseeland, Tasmanien und dann noch verschiedene in Europa. Alles mit damals Canon fotografiert. Und dann kam da ein Satz in dem Vorgespräch. Ich habe mir dann eine Leica gekauft, eine M7 damals, und ich habe die Dia am Leuchttisch angeschaut und war geflasht von den Farben. Das ist einer von denen, den ich ganz gern verwende, wenn ich erzähle, warum ich von Nikon bei Leica gelandet bin. Oliver Jockers, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, über diese Dinge mal auch mit mir zu reden. Ja, moin Michael. Liebe Grüße nach Nürnberg. Ja, ganz toll, dass ich mal hier sein kann. Also du hast ja immer so tolle Menschen hier und jetzt bin ich auch dabei. Ne? Klasse. Ein toller Mensch mehr. Ja, einer muss das Niveau ja runterziehen. Ne? Naja, komm. Ja, alles gut. Was war da an den Farben so anders? Kannst du dich an das erinnern? Bevor wir über Tracking und Canon reden. Das ist ja immer so, wenn man das, was man so zum ersten Mal sieht, da erinnert man sich immer richtig gut dran. Also da kam ich von einer langen Reise zurück, die Dias sind zurückgekommen, liegen auf dem Leuchttisch und dann denkst du so, boah, was ist das, ne? Gut, war der Dia-Film war auch ein besonderer, der Provia 100F, der ist sowieso klasse, aber trotzdem, diese leuchtenden Farben, ne, diese Schärfe, das hat mich echt umgehauen. Also das hätte ich so gar nicht erwartet. Früher habe ich immer gedacht, so, das ist ja egal, ob ich jetzt eine Canon Pentax habe oder egal. Aber das war der Changer. Ja. Wenn ich so zurückdenke, habe ich nie so bewusst fotografiert, dass ich mir da, oder anders, in der damaligen Zeit gab es diese Gedanken nicht, ja, über, zumindest nicht in der Welt, wo ich war, über Lichtbrechungen oder über Objektive und über irgendwelche Kurven und sonstige Dinge, sondern wir haben im Prinzip über Zeitungen, Nachrichten, was hat es noch gegeben, Fotorevue, Hefte und sonstige Dinge erfahren, was gut und was schlecht ist. Heute schaust du YouTube-Videos und sagst, das Objektiv, das glaube ich, wäre was für dich. Ich habe gehört, das macht so tolle Flares oder sonst irgendwas. Wenn du jetzt sagst, dir, dann war ja die Kamera, die da dahinter steckt, eigentlich dumm. Ja, also ob du jetzt eine Canon oder eine Leica nimmst, ist ja vom Body her egal. Da entstehen ja keine Farben, sondern die Farben entstehen ja eigentlich aus dem Objektiv, das vorne dran steckt und dem Film, der hinten dran ist. Mhm. Was dazwischen ist, ist wurscht. Das ist ein hohles Gebilde. Ne? War dir das damals bewusst, dass eigentlich das Objektiv das Schöne ist und nicht die Kamera? Ja, also soweit konnte ich schon fotografieren, dass ich natürlich wusste, auf die Objektive kommt das drauf an. Ne? Na gut, ich meine, das war ja der zweite Schritt. Ne? Also dass ich die Dias irgendwann gesehen habe, das war der zweite Schritt. Vorher habe ich ein bisschen mit Schwarz-Weiß gemacht und so. Aber dieses Handling von der Kamera, dazu muss man ja sagen, wie ich dann überhaupt mal zu einer Leica gekommen bin, ne? Ich habe ja vorher mit Pentax fotografiert und Canon und so. Und dann ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir eine Leica geholt habe. Ne? Klar, dann hat man so die ganzen Heroes und denkt sich, oh, eine Leica brauche ich auch, immer die gleichen Bilder. Ne? Oder so ähnliche. Ja, Booste gucken natürlich. Aber ich fand die schon immer faszinierend. Ja, da hatte ich ein bisschen Geld übrig und habe mir dann einfach blind eine M7 gekauft mit zwei Objektiven. Und das war auch, also ich habe die so in der Hand gehabt, bin nach Hause gegangen, habe die Filme damit durchgeschossen und das war auch gleich, also ich weiß nicht, ob du das auch so hattest, aber als wenn die für mich gebaut wären. Manche kommen ja damit nicht zurecht mit der Messsuche, aber das war für mich so, die haben sich für mich gemacht und davon bin ich nie wieder weggegangen. Ich glaube, das mit dem Messsucher damals von analog Spiegelreflex auf analog Messsucher, ja. Ich glaube, die Hürde ist gar nicht mehr so schlimm gewesen wie die Hürde heute von vollautomatischen Augenerkennung zum Messsucher. Ich glaube, dieser Abstand viel größer ist wie wir damals. Man muss da mal jemanden haben, der einem gesagt hat, du musst auf dieses Mischbild schauen. Ich kann mich erinnern, meine ersten drei Filme waren alle unscharf, weil mir keiner erzählt hat, dass eigentlich nur die Mitte scharf sein muss, weil der Rest ist immer scharf. Ne? Das war so das Ding. Aber lass uns aber ganz zurückkommen zu deiner Fotografie.
Du fotografierst heute immer noch Menschen auf der Straße, in der Straße, um die Straße und so weiter. Und du schreibst aber so schön in diesem Vorgespräch, das wir da hatten, beziehungsweise in dem Text, den du mir geschickt hast, eines deiner ersten Bilder war eigentlich deine Schwester. Ja, ein Also Frühwerk. nicht Blumen und Blätter und ich weiß nicht was, wie man sonst halt als Jugendlicher, als Kind fotografiert, sondern du hast eigentlich schon als allererstes mit Menschen begonnen. Eher selten. Ja, aber da war ich aber auch erst 8. Naja. Und dann habe ich lange Zeit nicht mehr fotografiert. Ja, das war ein kleiner Witz. Ne? Nee, meine Schwester war das erste Streetfoto, ne? Ja. Mit 8. Ja. Canon war dann deine Wahl Ja. der Marken. Du hast Die. angefangen zu reisen. Ja, also Ja. Reisen im Sinn von größeren Reisen. Du hast es so schön als Trekkingtouren genannt, von Irland bis Island Durchquerungen. Was war das für eine Ausstattung? Was kann man sich damals vorstellen, dass man sagt, ja, ich mache jetzt eine Wanderung und was nehme ich mit? Du meinst von der Fotografie oder von Ja, den klar. Nein, Klamotten? Foto. Nein, Von der nein, klar. Fotografie, von der Fotografie. Fotografie. Ja, ich hatte, also die erste Tour war damals einfach mal nach Irland. Da hatte ich noch die Canon AE1 und AE1 Programm, wie sie alle heißen, diese schönen, schweren Klötze, die hast du eigentlich nicht tot gekriegt, die Dinger. Ein Objektiv, ein 50er, und das war's dann. Und ein Haufen Diafilme. Mehr hatte ich so gar nicht. Und eigentlich auch null Ahnung noch. Und da war ich Anfang 20 bei der ersten Tour, ne? Und dann kommen wir zurück, die Diafilme angeguckt. Und da hat man natürlich gedacht, oh, ist ja alles toll, ne? Aber eigentlich war das alles stinklangweilig, natürlich. Und dann haben wir, und die nächste Tour war mal nach Lappland, auch wieder mit zwei Freunden hoch und dann eine Island-Durchquerung gemacht, komplett durch, auch mit eine Kameras, was würde ich heute nie wieder machen, ne? Nur mit einem Buddy, ne? Das Risiko ist viel zu hoch. Zwei Objektive. Und dann haben wir so die ersten Dia-Shows gemacht, so noch so im Wohnzimmer. Die waren echt gruselig. Das war echt ganz schlimm. Hast du damals diese Diashows schon mit Überblendung, so richtig Stumpfel und Co. Nee. Oder einfach nur hingestellt und dazu geredet? Ja, genau. So richtig so ein Dia nach dem anderen, das waren so die ersten, ne? Klar, so klick, klack, und das ist ja auch, das ist Wie man es normalerweise macht, noch, ne? wie man es macht, so. Und dafür bisschen erzählt. Also das Spannende war eigentlich nur, wie wir da Island durchquert haben, zu Fuß mit Rucksack und allem drum und dran. Das war eigentlich das Spannendste daran. Aber die Bilder nicht, natürlich gar nicht. Aber später habe ich mir sind wir nach Neuseeland gefahren und dort habe ich dann später mir tatsächlich einen Rollei Twin gekauft. Mit Überblendtechnik. Und mit Musik und allem drum und dran. Das war dann auch schon so ein bisschen besser. Ja, Rollei Twin hatte ich auch. Das ist der, wo quasi zwei Diaprojektoren in Ja. einem sind, ja, und du Ja. keinen zweiten Projektor brauchst, den du dann noch Genau. synchronisierst, sondern der hat das Ja. eigentlich sehr Und schön dann, automatisch gemacht. ja, Und der war super. Und ja, dann den und Nachfolger habe ich mir auch noch geholt, weil da war man ein bisschen technisch ein bisschen sicherer. Ich habe ja immer Angst vor Technik, weißt du, du stehst da vor Publikum, das ist nachher warst du auch vor Publikum, so vor 100 Leuten, so klein natürlich, okay. also nicht, was andere so machen vor 1000 Leuten, aber so vor 100 Leuten, das reicht dir dann auch schon. Und wenn du immer denkst, so, oh, wenn die Birne durchbrennt oder sonst was, das ist dann, ne? Tut da auch nicht so schön. Wir reden jetzt von Anfang der 90er Jahre, oder? Ja, genau, ja. Das war so die Zeit, ich kann mich erinnern, in Wien studiert, im Audimax waren dann so Dia-Vorträge. Wer waren Ja, richtig das? im Audimax, ja. Wen kenne ich heute noch? Den Michael Martin zum Beispiel, so mit dem Ja, der Motorrad ist, durch Afrika. ja, Ja, der ist ja immer oder noch unterwegs. Der ist auch super. Also, der ist ganz große Klasse. der Was war für ein da, also, Erzähler. Das ist wirklich genau. toll. Das waren so die, wo man gesagt hat, oh, da möchtest du auch hin. Ja? Also, das ist. Nee, 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 so Nein, weit war ich gar nicht. Nee, nicht da. Ich nee. wollte da immer auf der Bühne stehen, ja, und dann waren da unten Ja. noch Sponsoren außenrum und Multivisionsschau mit 8 Projektoren und Ja. live und nicht live. Ja, das waren schon beeindruckende Dinge eigentlich, die Ja, mit so den so. ganzen, mit diesen stumpfe Sachen, ne? Ja, und Audimax war ja nicht ganz klein damals da an der Uni. Nee, da waren liefen ganz tolle Sachen. Immer ausgebucht. Solche Immer. Dinge gibt es heute fast nicht mehr. Also Ja, nee. so Riesenvorträge, heute schaust du YouTube und Netflix an. Ne? Ja, ich glaube, die Zeit sind vorbei, ne? Ja. Ich habe mich jetzt vor kurzem am Dachboden, jetzt aber wieder Zeit, eine Kassette gefunden, wo ich meinen Alaska-Vortrag vertont habe.
Da gibt es also ein Skript, bei welchem Dia, bei welchen Sekunden muss ich denn die Überblendung in die eine Das hatte oder ich andere auch, Richtung ja. machen? Oh, So ein was für Zettel, eine der Arbeit. da Ja. drinnen liegt. Oder Ja. und dann habe ich auch eine Stunde lang die Nachbarn und Freunde gequält. Nee, wir hatten das dann, das war schon dann Ende der 90er, da hatte ich dann auch den Rollei Twin oder den Nachfolger und dann so ein Viertaktrekorder ist das, ne? Da musst du tatsächlich dann, wenn du die Überblendung hast, dann musst du auf den Knopf drücken oder auf den Pin drücken und dann, dass da dann die Überblendung ist und wenn du dann Pausen hast, dass du dann auch damit aufhörst und dann, dass die Musik dann synchron ist und es ist eine Arbeit gewesen. Ich glaube, ich habe da ein Jahr an der Show gearbeitet, also ein irrer Aufwand, ein Wahnsinn. Ja, Aber war ganz aber gut. naja, und da ist natürlich dann, wenn du farbige Dia plötzlich kriegst, das schon anders, ne? An der Ja. Stelle. Aber gehen wir weiter zurück zu Leica. Du bist dann mit Ja. der M7 auch noch herumgereist oder war dann deine Reisezeit schon vorbei? Nee, das war Anfang 2000, da war ich noch nicht mit der digitalen. Die M8 war noch gar nicht draußen. Ja. Und dann, nee, dann bin ich mit der M7 und nach Neuseeland wieder und dann mit dem Schwung Diafilme wieder gekommen. Und das war dann so der, was ich von erzählt hatte, dann liegen die auf den Leuchtpulten und denkst so, oh, klasse. Und dann später bin ich dann zu M9, als sie rauskommen. M8 habe ich ausgelassen. Hat das diese M-Technik nicht nur deine Farben geändert? Das ist klar. Also besserer Film wird auch moderner, der Film natürlich, andere Objektive, die vielleicht kontrastreicher sind, wie auch immer. Aber haben sich deine Motive auch dadurch geändert? Dadurch, dass du jetzt mit M fotografierst und nicht mit Spiegelreflex, ohne das jetzt zu werten? Nee, am Anfang nicht. Eigentlich nicht. Da hatte ich ja mehr so die Reisefotografie gemacht, ne? Also dann auch Landschaften mit fotografiert. Und das ist ja relativ wurscht, ob du da ein Messerrohr hast auf dem Stativ oder einen Spiegelreflex und und so ein bisschen diesen Spaß, was man noch drumherum hat, was man so sieht auf Reisen. Aber jetzt so speziell Menschen oder so habe ich tatsächlich erst später fotografiert. Das war noch gar nicht so die Zeit, wo ich dann so mal so Porträts gemacht habe oder sowas, selten mal, ne? Also bin ich mal hin und hab mal gefragt, so, kann ich mal ein Bild machen? So ganz aufgeregt auch selber, ne? Und dass ich dann später so mehr so auf die Straße gegangen bin und mehr Street gemacht habe, das kam später. Du bist dann 2001 in einen Fotoclub eingetreten und schreibst, du bist mittlerweile dort, wie soll man sagen, Pseudo-Präsident und trotzdem Präsident oder so Ja, irgendwie. man hat mich gezwungen, ja, genau. Ja, du Armer. Ja, der Ist Präsident das, nicht, nee. warum Fotoclub? Dazu muss man sagen, 2001, da wohnte ich noch in der Nähe von Hamburg in Ahrensburg und habe mich natürlich weiterhin sehr stark für Fotografie interessiert und ich war einfach auf der Suche nach so Gleichgesinnten, ganz einfach. So, und der Fotoclub war bei mir um die Ecke. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, so Mensch, wie wär's? Von denen habe ich eine Ausstellung gesehen, habe dann mich gemeldet und dann hab ich da ein paar Bilder hingeschmissen und dann haben die gesagt, ja, das ist ganz gut. Ich glaube, die hätten aber jeden genommen, glaube ich, damals. Und seitdem bin ich da geblieben. Ich wohne da gar nicht mehr, aber seitdem bin ich da geblieben jetzt und dann rutscht man irgendwann rein, so in eine Position, wo man sich um vieles kümmert. Und jetzt bist du Ja, der Hauptkümmerer. der Hauptkümmerer, ja. Dem gibt es so viele Nebenkümmerer, sehr fleißige Leute, aber der Hauptkümmerer, der sich um Ausstellungen kümmert und Editieren von Ausstellungen und also was, ja. So, M-Reise weiter. Jetzt wird das Ganze digital. Ja, also M7 war ja auch die letzte analoge Kamera an der Stelle. Die M8, die erste digitale, die hat einen Crop-Faktor gehabt und andere Wehwehchen. Du hast dann mit der M9, das war so die erste Vollformat-Kleinbildkamera von in der M-Serie von Leica. War das etwas, wo du sagst, Spielzeug, ich möchte das einfach mitmachen, aber nur so klein nebenbei? Oder warst du jemand, der sagt, naja, jetzt haben wir endlich etwas, wo der Film billiger wird? Und auch gar nicht wehmütig in die Vergangenheit geschaut hast? Nee, habe ich nicht wehmütig zurückgeschaut, gar nicht. Ich habe die M9 gehabt und ich fand die von Anfang an klasse.
Ich bin ja auch so ein bisschen faul dann, ne? Also denn dieses Digitale ist ja dann einfach irgendwie schneller. Ne? Ich brauche nicht mehr. Also die Diafilme waren ja damals auch nicht teuer, muss man sagen. Und Schwarz-Weiß habe ich weiterhin immer fotografiert, auch auf Film. Habe ich ja weiterhin gemacht mit der M7. Aber die Farbe, das war mir dann einfach zu anstrengend mit den Dias. Also da hast du bist du irgendwie hingegangen, hast einen Film wiederbekommen, dann musst du den einscannen. Ich habe auch einen Scanner hier noch, den alten Nikon-Scanner habe ich. Ein ganz tolles Teil, aber das dauert ja auch alles ewig, ne? Und mit der Digital, ja, das sind die Bilder gleich da. Und die M9 war halt auch irgendwie, oder ist ja immer, und die habe ich ja immer noch. Das ist eine ganz tolle Kamera. Die macht ja sagenhafte Farben, da kommen die anderen manchmal gar nicht hinterher. Glaube ich so zumindest. Für ISO 600 ist natürlich Schluss, aber okay. Andere Geschichte. Wir reden aber auch von 2009 oder wann das war, Ja, oder genau. Nee, 2008, ich habe keine nicht Ahnung. Also, zurückgeschaut. so. Gleich weiter. Farbe. Digital. Und heute ist das so, dass du sagst, du bist einer von denen, der sagt, oh Gott sei Dank kommt die analoge Fotografie wieder, ich möchte mich wieder zurückbesinnen auf auf meinen Beginn, das ganze digitale Zeug über den Haufen werfen. Nee, gar nicht. Okay, Also wir wirklich gar verstehen nicht. uns. Ja, also ich mache ab und zu mal Schwarz-Weiß auf Film. Das ist aber selten. Ich habe mir auch irgendwann mal die Monochrom geholt, die M9 Monochrom. Da war ich auch gleich schwer begeistert davon. Die hat mich so sehr begeistert, dass ich auch am liebsten diesen analogen Kram gleich weggepackt hätte. Und dazu muss man sagen, ich bin nach Venedig hin. Da kam wieder mit irgendwie 25 Filmen oder sowas. Hab die entwickelt mit Kontaktabzügen und allem drum und dran und bin 500 € losgeworden. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich, glaube ich, los und guck mal nach Alternativen. Und dann war die. Da war die Monochrom gerade draußen und dann die fand ich auch super. Danach war das Analoge eigentlich fast beendet. Mache ich heute nur noch so ein bisschen aus Spaß. Und jetzt fotografierst du Farbe und Monochrom gleichzeitig. Ja. Ist das etwas, wo du dann auch sagst, bleiben wir jetzt, Venedig ist, glaube ich, ein falsches Beispiel, weil da weiß ich, dass du nur Venedig ist Schwarz-Weiß falsch, ja. fotografierst, Ja. aber hinter dir hängt ein Bild vom Hamburg, irgendein Autobus oder was. Wenn du jetzt sagst, du gehst da Ja. spazieren, hast du dann beide mit oder stehst du in der Früh auf und sagst, heute bin ich bunt und überhaupt nicht Schwarz-Weiß eingestellt und morgen stehst du auf und sagst, oh, heute geht es mir Schwarz-Weiß-Modus. Wie entscheidest du, wann du ein Bild in Schwarz-Weiß schon aufnimmst? Ja, das kommt tatsächlich manchmal auf das Gefühl drauf an. Oder auf das Projekt. Ich habe hier in Hamburg auch Fischmarkt, das brauche ich nur schwarz-weiß. Also ich gehe jetzt nicht mit zwei Kameras los und denke so, oh, was mache ich nochmal? Das funktioniert bei mir nicht. Andere können das vielleicht, aber ich, das kriege ich nicht hin. Das ist so unterschiedlich bei mir, wie ich dann fotografiere. Ne, ich nehme die von Anfang an entweder Farbe mit. Das, was du da hinten siehst, das Bild, das war auf einem Workshop in Bremen mit Professor Nobel. Da war das auch ganz klar, dass ich in Farbe was mache. Und einige Sachen nur in Farbe, einige Sachen nur in Schwarz-Weiß. Jetzt Die entsprichst du Projekte. mir, ne, ich wollte gerade den Faden da aufnehmen. Du sprichst jetzt von Projekten, also nicht von einzelnen Bildern, sondern du hast eine Wand, da steht drauf, ich habe vier Projekte und die fülle ich so richtig ein Projekt nach dem anderen oder sind das dann Projekte, die parallel laufen Ne, die und du hast laufen da auch ein parallel. Motiv, bitte? Die laufen parallel. Okay, das heißt, du gehst jetzt auf der Straße spazieren und sagst, das ist jetzt ein Motiv für Projekt A und das wäre jetzt ein Motiv für Projekt B? Oder Nee. gehst du da schon gezielt los, heute fotografiere ich für das Projekt Fischmarkt? Genau, also wenn ich, also Fischmarkt, weißt du ja, Fischmarkt ist ein Projekt von mir, da gehe ich dann los, auch nur schwarz-weiß. Das mache ich seit 15 Jahren, noch länger, seit 2005, nur schwarz-weiß. Zuerst analog. Und jetzt auch. Nee, da nehme ich auch nur eine Schwarz-Weiße mit. Ganz anderes. Wenn ich jetzt mal so aus dem Haus gehe und denke so, oh, ich nehme mal eine Kamera mit, why not? Dann nehme ich auf jeden Fall eine farbige. Oder die Q habe ich auch. Die nehme ich dann auch gerne. Aber ich überlege mir jetzt nicht morgens, oh, ich gehe jetzt raus, mache ich jetzt Schwarz-Weiß oder Farben. Dann nehme ich eher, wenn ich so mal so rausgehe oder wir treffen uns mal irgendwie für einen Fotowalk, dann nehme ich eigentlich die Farbe mit.
Wie lang brauchst du, um umzuschalten? Du sagst, gestern habe ich mit der Farbkamera 100 Bilder gemacht, heute gehe ich mit Schwarz-Weiß raus. Wie viele Bilder brauchst du, um zu sagen, jetzt wären das gute Schwarz-Weiß-Bilder? Oder bist du jemand, der sagt, das erste Bild von Anfang an, es ist doch egal, ob das Farbe oder Schwarz-Weiß ist. Schaust du dann Motive Das. schon anders an? So quasi suchst du andere Motive, wenn du mit Schwarz-Weiß-Kamera unterwegs bist? Ja, Schwarz-Weiß ist anders. Das geht bei mir ganz schnell. Also ich nehme die Schwarz-Weiße in die Hand und vergesse komplett die Farben. Wenn ich losgehe und fotografiere mit einem Monochrom oder analog auch, kannst du mich nicht anschließend fragen, was waren das, was hast du heute für Farben gesehen oder was hat das Motiv für eine Farbe gehabt? Das habe ich komplett vergessen. Das weiß ich nicht. Ich gucke eher nach Linien und Form und sowas. Da gucke ich nach. Die Farben sind bei mir komplett ausgeblendet. Und das geht bei mir auch wie ein Schalter. Klack um. Also Da habe nicht ich. 20 Testbilder, um wieder Ja, schwarz-weiß die habe zu ich sowieso denken am und Anfang immer, aber ja. da muss man sich erstmal so ein bisschen warm machen. So. Aber nee, aber dieses, dass ich mich umstellen muss, oh, dass die Farbe langsam aus meinem Kopf verschwindet, das nicht. Nee, das geht sofort auf der Stelle. Ja. Wenn du jetzt da rausgehst und ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, du überlegst also, welches Projekt vielleicht, du gehst heute auf den Fischmarkt, hast du dann auch nur ein Objektiv mit oder überlegst du da schon, sagst, okay, ja, Fischmarkt, das könnte jetzt gut weitwinklig sein und vielleicht brauche ich noch einen irgendeinen 75er, weil er mal was ein bisschen weiter weg ist, oder Genau. reduzierst du dich da wirklich auf Kamera und Objektiv? Ja, meistens habe ich zwei Objektive mit. Also Hauptobjektiv ist eigentlich 35 bei mir. 35er. Und dann wechsle ich auch mal zum 50er, aber das ist so echt so nach Gefühl, ne? Und dann nimmst du das 50er und denkst so, auch das wäre jetzt ein 35er, dann wechsle ich wieder hin und her. Also eigentlich wäre es schlauer, nur mit einem 35er loszugehen. Manchmal habe ich auch einen 90er in der Tasche. Aber das ist dann sehr selten, wenn ich. Kann ja mal vorkommen, dass irgendwas da passiert, wo ich das brauche. Ich habe dieses Makro-Elmer, das ist ja so klein, das wiegt ja nichts und stört mich nicht in meiner Tasche, kann ich das auch mal einpacken. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, oh, jetzt muss ich schnell mal, jetzt gucke ich auf Tele so, ne? Du guckst ja eher so weitwinklig, ne? So 35 oder 50, so guck ich ja eher. 28er ist bei mir eher so selten. Aber manche gucken ja auch gerne so telemäßig, das habe ich so gar nicht. Aber wenn mal irgendwas passieren sollte, dann hab ich die da, ne? Sicher ist sicher, ne? Ja. Jetzt sammelst du die Objektive, du so sagst, du hast jetzt sechs verschiedene 35er, je nachdem, für welche Zwecke du welches Objektiv verwendest. So, Also einmal meine ein Frau wird Summilux, einmal behaupten, ein Summicron und einmal ein, keine Ahnung. ja. Also meine Frau wird behaupten, ich sammle die einfach nur, aber ich behaupte mal, ich habe die so. Also 35 habe ich auch nur zwei Stück. Ich habe so ein, was ich Nur. mir anfangs, ja, es ist immer so auf hohem Niveau, ne? Auf Anfang 2000 habe ich mir das 35er 2.0 geholt. Das habe ich ja immer noch. Das ist also ein tolles Objektiv und super scharf. Und vor einiger Zeit habe ich mir das Stilrim geholt. Das Das hat, Gegenstück dazu. ja, das ist, und das ist tatsächlich so ein Gegenstück. Also ich brauche ja nicht mir ein 1.4 asphärische Linsen holen, noch das 2.0 dazu. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber das Stilrim ist ja so dermaßen anders, dass sich das wieder lohnt. Also dann denke ich manchmal, oh, nehme ich jetzt das Stilrim mit oder nehme ich das Summicron mit? Ja, das ist dann tatsächlich so. Und die Aber gehst anderen? nicht mit beiden. Nee, nein. Nein, macht gar keinen Sinn. Ja, könnte sein. Wenn du jetzt deine Bilder anschaust, präferierst du dann so, du verwendest das 2.0er für Farbbilder und das Stilrim eher schwarz-weiß von deinem Gefühl her? Oder ist das so, dass das weniger von der Farbe und schwarz-weiß abhängt, sondern von irgendwas anderem? Ja, Kann also man das das zuordnen? ja, also das Stilrim habe ich noch nie in Farbe ausprobiert, fällt mir gerade auf. Wenn du das, wo du Dann. das sagst. Nee, habe ich noch gar nicht. Das habe ich auch noch gar nicht so lange. Nee, ich habe das eher für Schwarz-Weiß. Also das Stilrim ist toll bei Nachtaufnahmen zum Beispiel, ne? Oder wenn du so Lichter reinkommen, das ist dann, das hat einen unglaublichen Look. Ne? Also ich habe das jetzt in Venedig mitgehabt. Ne? Das ist dann schon klasse. Ne? Und die Summicron, ja, wenn es scharf sein soll. Ganz einfach. Denn Ja, Summicron. das Ja. ist ja,
Ist ja kein Oder das, ich habe Unschärfes-Objektiv. auch das 28er, wie heißt das, das Summaron, das 5,6. Das ganz Das ist ja Kleine. eh, ja, das Kleine, das ist super klein. Das ist ja ähnlich. Das ist ja, hat ja auch so einen eigenen Look. Das verwendet man ja nicht, indem man sagt, oh, ich will ja super scharfe Bilder haben. Dafür brauchst du das nicht. Da braucht dann auch keiner jammern, der das benutzt und sagt, oh, das ist ja gar nicht so gut. Die verstehen das nicht. Wenn du vom Stilrim jetzt so schwärmst, ja, was macht das aus für dich? Was ist anders? Ich meine, wir Leica-Fotografen oder wir Leica-M-Fotografen erzählen ja auch manchmal, wenn das Bild unscharf ist, dann ist das Kunst und dann gehört das so, weil das ist der Charakter des Bildes. Ja, also das würde ich ja jetzt nicht immer als Ausrede positiv sehen, wenn jemand sagt, oh, ich konnte nicht scharf stellen, dann ist es halt einfach, das Bild ist trotzdem gut, so nach dem Motto, aber ich habe es halt nicht bedienen können. Aber was macht das Stilrim für dich so anders? Ja, also eigentlich geht es ja gar nicht um die Schärfe, es ist ja auch scharf, da habe ich mich vielleicht von falsch Nein, ausgedrückt. das Scharf ist weiß ich das ja schon, auch. ja. Scharf ist das ja auch. Aber das hat halt gerade so in den Randbereich und wenn die Lichter so also reinkommen, das ja normalerweise hast du das ja, das macht ja ein Leica-Objektiv aus, hast ja glasscharfe Lichter. Das ist ja nichts verschwommen und gar nichts. Und das Stilrim wischt so aus. Und wenn du das Stilrim in offener Blende nimmst, dann hat das einen sagenhaften Look. Also normalerweise müsste man das nur mit 1,4 oder 2,0 benutzen. Wenn man es scharf bekommt. Ich habe da manchmal so meine Schwierigkeiten. Aber wenn man das hinbekommt und auch das richtige Motiv dazu, dann ist das unschlagbar. Das ist so toll. Du sagst, eines deiner Projekte ist ja Venedig oder Langzeitprojekte und immer wenn du nach Venedig fährst, nimmst du auch nur Schwarz-Weiß mit. Nimmst du dann auch nur das Stilrim mit? Oder Das hast du dann Stilrim habe ich schon. ja noch nicht. Das Stilrim habe ich ja noch nicht so lange. Achso, okay. Venedig mache ich ja auch seit 2005 und dann Ja. zuerst analog und jetzt ja nur noch digital mit der Monochrom. Und dann nehme ich, nee, ich nehme dann auch schon mal beide mit. So nachts nehme ich das Stilrim. Das Summaron habe ich noch nicht ausprobiert in Venedig, das kommt noch. Ich fahre jetzt im November wieder hin, da werde ich das mal ausgiebig testen, wie das so kommt. Nee, stimmt, ich habe das Summaron schon gehabt. Quatsch, was erzähle ich? Habe ich doch schon benutzt. Sagenhaft. Nee, das ist so toll. Doch, habe ich schon einmal gehabt. Ich fahre so oft nach Venedig. Also das ist schon Wahnsinn. Kein Einmal im Fehler. Jahr. Nö, ist kein Fehler. So einmal im Jahr bin ich eigentlich da. Meistens so für eine Woche. Nee, ist eigentlich das Stilrim jetzt meine Wahl. Kommt Venedig auch, glaube ich, ganz gut Man mit muss dem vielleicht für Stilrim. diejenigen, die sich jetzt nicht auskennen mit dem, von was wir gerade reden, kurz erzählen, das Stilrim ist im Prinzip eine Neuauflage eines alten Leica-Objektivs, das allerdings bei offener Blende, also 1,4, 2 geht, glaube ich, auch noch sehr, so wie du sagst, sehr weiche Lichter zeichnet. Ja, so ein bisschen schwammig, so ein Glow heißt es Ja, oft. das So, beschreibst du gut, genau, ja. es leuchtet quasi mehr, als der Lichtpunkt eigentlich leuchten sollte. Manche sehen das als schlechtes Objektiv an, weil es halt nicht so schön ist wie die modernen anderen digitalen Objektive. Wenn man aber weiß, dass das eben ein altes Objektiv neu aufgelegt ist, und dann hat das genau den Sinn, dass es eben einen alten, etwas künstlerischen Look in das Bild Ja. hineinbringt. Und Vielleicht passt das nicht Objektiv diese auch in die Zeit Knackscheibe. gerade. Ne? Vielleicht passt das in die Zeit. Wir gehen ja so immer mehr wieder ins Analoge zurück. Und Analog hat ja so einen großen Hype und ich glaube, ein Hype, der bleiben wird, glaube ich, eigentlich auch. Und viele Leute mischen sich ein Korn rein, irgendwie ins Digitale. Und ich habe manchmal auch so meine Schwierigkeiten mit diesen rasiermesserscharfen digitalen Bildern. Sehe ich auch nicht immer so positiv. Manchmal stürzt mich schon so ein bisschen, weil da kommt dem der Stilrim vielleicht so ein bisschen den Zeitgeist nahe, ne? Ja, kann sein. Was ja spannend ist, das, was du sagst. Wir kaufen uns ja für Tausende von Euro die schärfsten Objektive, die man überhaupt kaufen kann. Ja, und das sind nicht 1.000, sondern mehrere tausend Euro, die Dinger dann kosten in unserer Welt jetzt hier. Und dann gehen wir her und nehmen ein Lightroom und machen es kaputt. Du machst Korn rein, du machst noch Vignette dazu,
was auch sonst noch das ganze Programm. An Nebel und sonstigen Dinge da reinpasst, ja. Nur damit es nicht so scharf ist, wie der Hersteller es eigentlich haben wollte. Mhm. Ja, also ist ja eigentlich spannend. Eigentlich bekloppt. Ne? Ja, das wollte ich jetzt so bekloppt. Nicht sagen, aber ja. ein bisschen. Ein bisschen, ja. Jetzt sind wir schon ein bisschen in der M-Welt, Street-Fotografie. Du bist dann irgendwann einmal von diesen klassischen Reisereportagen, wo ja auch wahrscheinlich Berge und Kirchen dabei sind, in die Welt der Street-Fotografie gewandert. Zu meiner Zeit, wo wir angefangen haben, bist du ja älter wie ich, da war das Wort Street-Fotografie eigentlich nicht so präsent für mich. Und wir haben trotzdem Street-Fotografie gemacht, wenn ich so all die Dinge anschaue. Das war eigentlich das Gleiche wie jetzt, Menschen auf der Straße. Nur ich kann mich nicht persönlich erinnern, dass das so das Wort Street-Fotografie war. Nee, gab's nicht, ne? Dass es so richtig aufgefallen wäre, wie heute. Ja. Ja, heute, wenn du Menschen auf der Straße fotografierst, bist du ja gleich Street-Fotograf und darfst du das alles. Das hat mich damals auch keiner gefragt. So, aber wie bist du jetzt da von dieser klassischen Landschaftsreportage, Reisefotografie in die Street-Fotografie gewandert? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, müssen bei dir Menschen auf dem Bild sein, damit das eine Street-Foto ist? Kommen wir mal zu der ersten Frage. Die erste ist ja einfacher. Nee, also ich habe früher ja auch schon Leute fotografiert auf der Straße, hieß das noch nicht so, und überall auf den Reisen. Und Fischmarkt ist ja auch, fotografiere ich auch seit ewig. Das ist das auf der Straße? Klar ist das auf der Straße, das Street-Fotografie, klar. Und dann ging ja so ein bisschen vor einigen Jahren so der große Run los, ne, würde ich mal so sagen, ne, der große Hype Street-Fotografie. Das war vor 7, 8 Jahren, war das ja noch gar nicht so, ging das so los vielleicht, dann kamen die ersten Meet-and-Street-Geschichten in Frankfurt, in Hannover und so weiter. Und die ersten Street-Kollektive haben sich gebildet. Und da bin ich ja dann irgendwann auch mal zum Hamburger Street-Kollektiv hinzugestoßen. Und dann macht man das schon so ein bisschen intensiver, dann guckt man so ein bisschen eher da drauf, was kann ich denn jetzt mal so auf der Straße fotografieren. So, das geht man so ein bisschen. Vorher hat einen das so gar nicht interessiert. Ne? Ich habe früher nie in Hamburg fotografiert. Ich habe mir gedacht, so, was soll ich hier fotografieren? So, Hamburg stinkt langweilig, was soll ich hier? Aber es hat sich natürlich gewandelt, ne? Weil Hamburg ist auch ganz toll zum Fotografieren. Aber früher habe ich nur auf Reisen. Aber das jetzt mit dem Beitritt zum Street-Kollektiv Hamburg, da hat sich dann einiges geändert. Bevor du die zweite Frage noch hast, ist das Street-Kollektiv für dich ein Ersatz oder eine Ergänzung zum klassischen Fotoclub? Was ist der Unterschied zwischen dem Fotoclub und dem Street-Kollektiv? Heißt halt anders, aber. Ja, das heißt anders. Ja, also ein Fotoclub, der Fotoclub ist auch kein Verein. Ne? Wir treffen uns, also es ist anders strukturiert, ganz klar. Mhm. Wir treffen uns ja zweimal im Monat, besprechen unsere Bilder, kritisieren sie uns gegenseitig und gehen wieder nach Hause. Anschließend nochmal dritte Halbzeit, das kommt auch mal vor. Ne? Und ein Street-Kollektiv, ich glaube, das ist aber überall so, ist ja komplett lose verbunden. Das heißt, wir treffen uns ja nicht unbedingt regelmäßig und um uns unsere Bilder zu zeigen und zu kritisieren. Zeigen wir auch mal, aber das hat ja einen ganz anderen Hintergrund, finde ich. Also das ist ja einfach Vernetzung. Ja, und Gleichgesinnte treffen, die auch auf einem guten Niveau sind, wo man sich mit Straßenfotografie zusammentun kann. Also das trifft ja auch bei manchen Leuten, also es gibt ja einen Fotoclub, es sind tolle Fotografen dabei, aber es ist doch teilweise manchmal auch recht konventionell. Da stößt man mit Straßenfotografie manchmal auf taube Augen, taube Ohren. Das ist manchmal nicht so einfach. Und ein Kollektiv ist meistens, die sind ja alle jünger. Ich bin ja da weitaus Älteste. Ne? Ich habe ja den Altersschnitt bei uns dramatisch nach oben gezogen.
Naja, aber dafür auch Erfahrung eingebracht, ne? Da Ja, waren mir zweites andere Mal noch gar bewusst. nicht, da waren andere noch gar nicht auf der Welt, wie du schon Menschen auf der Straße fotografiert hast, ne? Ja, da kannst du einfach lassen, das stimmt. Es gibt Leute, die sind in diesem Jahrtausend auf die Welt gekommen und wissen nicht, dass wir schon aus dem letzten Jahrtausend stammen. Dass es ein letztes Jahrtausend gab, Ja, fotografisch. das ist doch spannend. Ja. Aber zurück zur zweiten Frage. Ja. Deine Bilder sind jetzt in der Regel so, dass zumindest auf Instagram, wenn man da so ein bisschen scrollt, würde ich jetzt sagen, die meisten, die ich als Street fotografiert habe, haben auch einen Menschen und den sogar sehr, kann ich sagen, sehr zentral im Bild. Also zentral nicht als Mitte im Sinn von Geometrie, sondern zentral als Motiv, als Ja, Aussage. das ist mehr das Hauptmotiv. Also ich bin da eher so, dass ich dann, glaube ich, mehr so ein Geschichtenerzähler bin mit den Menschen, die man drauf sieht auf den Bildern, wo man sich entweder sieht man die Geschichte oder man kann sich eine ausdenken dazu. Bei mir wirst du nicht so oft Bilder sehen, wie den von mir geschätzten Mike Krona, wo die Leute Nussdafarge sind für das Bild. Ne? Das hat alles seine Berechtigung, aber ich mache das eher nicht. Ne? Die Leute laufen durch so eine Lichttasche durch oder so, oder solche Geschichten. Das sieht immer schön aus, aber es ist, mache ich auch manchmal, aber es ist nicht so, was ich so gerne mache und nicht so oft. Da bin ich eher, der Mensch steht da manchmal eher im Vordergrund. Und Im nicht die Bild. Geometrie. Ja. Oder beides zusammen manchmal. Weiß ich jetzt gar Naja, nicht, gut, was du da aber. so alles so siehst. Ja. Nein, das ist schon klar, aber es war einfach nur die Ja. Frage, weil Street-Fotografie ja ganz verschiedene Definitionen hat, was es Absolut, ja. eigentlich darstellt, ne? Und du hast da drei Autos, die da irgendwo an einer Wiese stehen, einem alten Parkplatz, wie auch immer, vor einer Wand, ja, die sind bunt, da ist kein einziger Mensch jetzt drauf und trotzdem Nö. sieht man, dass das eigentlich menschlich unter Anführungszeichen ist, ja, oder auch Ja. der Wohnwagen, der da irgendwo steht oder was auch immer. Ist ja für mich auch Street-Fotografie. Ja, und dann gibt es halt die anderen Verfechter, die sagen, kein Mensch, keine Street-Fotografie. Ja, also ich So. sehe das ja auch nicht so eng. Das hat ja auch, guck mal, wenn du so die Bilder von Siegfried Hansen siehst, ne, dann sagen ja auch andere, das ist kein Street, ne, aber ich finde, der hat das auf der Straße fotografiert und hat ja irgendwo, auch, irgendein Mensch hat das ja auch mal alles gebaut und gemalt und keine Ahnung was und ja, das sind einfach fließende Grenzen und wer bestimmt das, ne? Also das ist, also ich finde das auch eine Diskussion immer, finde ich auch vollkommen, ist überflüssig, finde ich. Wenn einer meint, das ist keine Straßenfotografie, ja, bitteschön. Dann eben nicht für ihn. Für den anderen ja. Also, ist doch echt egal. Würdest du das als Kategorie überhaupt selber für dich werten, so nach dem Motto, jetzt, das sind jetzt 10 Street-Fotografie-Fotos und das ist eigentlich nur einfach schönes Bild? Wertest du oder wie soll man sagen, Nö, ich werte kategorisierst du das nicht. die? Nö. Nö. Nö, eigentlich nicht. Also klar, ich mache manche Bilder, das ist dann auch keine Straßenfotografie, ne? Dann ist das vielleicht mehr Grafik oder so, das keine Ahnung. Ja, gut. Mache ich manchmal auch, ne? Das sind keine Straßenfotografie vielleicht, ne? Nö. Weiß nicht, wir haben ja auch schon Ausstellungen gemacht über Streetfotografie. Da sehe ich dann halt zu, dass ein Mensch drin ist, ne? Klar. Ja. Lass uns nochmal zurück zu deinen Projekten. Fischmarkt. Wie kann man sich jetzt Ja. als Laie, der dich nicht kennt, der deine Bilder nicht kennt, sagen, du hast ein Projekt Fischmarkt, ein Langzeitprojekt? Das heißt, wenn ich sowas mache, dann liegen meine Bilder dann irgendwo auf der Festplatte, keiner kriegt sie mit, keiner sieht sie, keiner weiß, dass ich das tue. Du redest davon, schon aus der analogen Zeit hast du den Fischmarkt fotografiert. Jetzt stellt sich schon die Frage, wann kommt der Bildband? Dann kommt der So Bildband. 100 Jahre Fischmarkt oder so irgendwas. Ja, oder die nur eine Ausstellung, ne? Eine Ausstellung ist mal geplant irgendwann. Ja, guck mal, das ist ja so, man geht ja nicht los irgendwo. Ich bin ja nicht 2005 oder sonst wann zum Fischmarkt gegangen und denk, das ist jetzt mein Projekt. Da gehst du mal, in Hamburg gehst du halt mal zum Fischmarkt mit der Kamera. Na, früher bin ich da mit einem Bier hingegangen. Ne? Und das hat sich ja ein bisschen gewechselt und heute gehst halt mit der Kamera hin und dann machst du ein Foto, Foto, Foto. Dann gehst du irgendwann nochmal hin und dann warst du irgendwann 10-mal da und irgendwann so, vergehen so die Jahre, dann hast du wirklich da ein paar hundert Bilder und dann denkst du immer, ja, das hast du doch irgendwie ein Projekt und jetzt gehst mal weiter und arbeitest weiter dran und denkst aber immer, oh, das könnte jetzt noch besser werden. Das könnte immer wieder. Man kriegt sowas manchmal auch nicht so zum Abschluss. Du denkst immer, ah, das muss jetzt noch mal
Es ist ja nicht so, dass ich nach New York fahren muss. Ne? Ich muss nur noch in die U-Bahn steigen und dann fahre ich zum Fischmarkt oder ins Auto. Ne? Das heißt, ich denke immer, vielleicht mache ich das nächste Woche noch besser, dann kriege ich noch mehr bessere Bilder zusammen. Und so vergehen so die Jahre, ohne dass so die Mehrheit mitbekommt. Aber irgendwann mal eine Ausstellung hat schon so Pläne. Es müsste eigentlich mal am Fischmarkt selber mal gezeigt werden. Ich finde immer, Bilder gehören an ein Buch oder an die Wand. Ja, Weil also. du vorhin sagtest, so die schmoren bei mir auf Naja. der Festplatte, aber ist nicht für die Ewigkeit. Ne? Nein, weil die wird irgendwann kaputt und die Nachwelt wird das kaum retten. Den alten Laptop, der da steht, ist die Nee, Frage, was der die. in der Testamentsmasse da so macht und ob den jemand braucht oder ob den einfach nur verkaufst oder die Festplatten, Ja, die da herumliegen. kann man auch mal so ein kleines Buch draus machen, so also die Zinibücher oder sowas. Das ist ja heute echt erschwinglich, ne? So also kannst ja nette kleine Bücher machen, so oder Hefte machen. Das kostet ja alles nicht so die Welt. Du musst ja nicht gleich eine Auflage machen von 10.000 Stück. Na, so. Oder 5.000 oder 1.000. Man kann so eine kleine Auflage machen von 100 Stück oder so. Und dann ist das ja auch okay. Ja. Das zweite Projekt ist Venedig in Schwarz-Weiß. Das heißt, du fährst nach Venedig, du hast jetzt gesagt, jährlich mindestens eine Woche. Fährst nach Venedig, schnappst die Kamera, legst einen Schwarz-Weiß-Film ein oder halt monochrom, wie auch immer, und fotografierst. Das heißt, auch da ist es wahrscheinlich wie am Fischmarkt, nur weiter weg. Das heißt, keine Ahnung, die Gasse, zweite Gasse links vom Markusplatz, die hast wahrscheinlich bei jeder Reise fotografiert und meine Frau sagt immer, was heißt, das Licht ist anders? Weil ich sage dann, ich mache das Foto noch einmal, weil das Licht heute anders ist, ja. Ich habe mir schon so oft erzählen lassen müssen, da warst du doch schon so oft, du hast doch schon alles fotografiert. Ja. Aber das ist natürlich echt Quatsch. Du kannst da jahrelang fotografieren oder die sagen dann, oh, das ist alles so voll und das kann man doch gar nicht fotografieren, aber das sind die noch nie wirklich da waren. Ne? Du brauchst ja nur eine Gasse nach links oder rechts gehen, dann bist du schon alleine. Ne? Nee, das macht mir auch immer noch weiterhin Spaß. Ich entdecke immer noch wieder Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und man wird mit dem Laufe der Zeit auch besser, wenn man Venedig besser versteht, auch das Licht besser versteht, wann wo was ist. Also manche Ecken gehe ich gar nicht mehr hin, weil das langweilig ist. Ich weiß, wo ich hingehen muss, zu welchen Tageszeiten. Weiß, wo, wann vielleicht mal was passiert. Ich habe manche Ecken, glaube ich, schon x-mal fotografiert, bin nie zufrieden und warte immer darauf, dass da mal irgendwas Besseres kommt. Zum Beispiel mal Nebel. Ich Ach. fahre nach Venedig. Ich fahre seit ewig nach Venedig. Ich kann da gar nicht sagen, wie oft, wie viele Tage. Ich habe einen Tag in meinem Venedig-Leben einen Tag Nebel mal gehabt. Ich werde da wahnsinnig. Und dann fährst du weg, guckst du irgendwie Webcam oder sonst was. Und dann siehst du echt Nebel oder Schnee oder keine Ahnung was. Ne? Das ist das. Ich kenne das. Ich muss irgendwann mal für 3 Monate hin oder so. Keine Ahnung, wie was. Ich kenne das. Und die Regulierungen des Ja. Wassers sind nicht hilfreich, um den Nee. Nebel zu bekommen. Ne? Der verschwindet Nee. eher. Ja, nee, Also. das ja, es gibt's und so. Also ich habe schon viele Venedig-Ausstellungen gehabt, so ist das nicht, im Laufe der Jahre, ne? Habe ich schon einige gehabt. Aber mal ein Venedig-Buch wäre mal das Ziel, tatsächlich, ja. Wenn du schon um Ausstellungen sprichst, so richtig Ausstellung, Ausstellung oder bei dir zu Hause? Nee, so richtig Ausstellung, Ausstellung. Ja. Ja. Nee, so Naja, richtig, ja, nee, so auch, wo tatsächlich mal ein Publikum hinkommt, ne? Ja. Dann haben wir auch Schön. die erste, ich glaube zuerst kleinere Venedig-Ausstellung gehabt, so in kleineren Umfeld, die auch sehr nett waren. Und die erste größere Venedig-Ausstellung war dann hier in Hamburg auf der Cap San Diego, das Museumsschiff. Da waren dann irgendwie 120 Bilder von mir vertreten. Das war Schön. 2014, glaube ich. Aber das war schon eine tolle Sache. Die kam auch ziemlich gut an. Also soll gut gewesen sein, habe ich gehört. Ja. Und selber kann man das ja gar nicht beurteilen, wenn ich. Nee, die kam ganz gut an. Und jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre war ich ja wieder sehr oft da und habe, glaube ich, wieder sehr vernünftige Bilder gemacht. Und vielleicht hat man mal auch eine Ausstellung mal in Venedig, das wäre auch mal geil. Ne? Ja, da gibt es ein paar große Galerien, wo man was hinstellen kann. Das Ja, Arsenal wartet genau. nur auf deine Bilder. Ja, unbedingt, ja. Die warten nur Die auf mich. haben Platz für Ja. große Formate. Ja. Nee, das wär natürlich super, ne?
Also ich weiß, du kannst manchmal in Galerien ausstellen, aber die wollen eigentlich dann nur erstmal von dir schön Geld haben, dann kannst du das machen. Finde ich ja irgendwie auch blöd. Nee, aber vielleicht mal irgendwas Kleines, wenn einer sagen würde, Mensch, deine Bilder, die gefallen mir so gut, hättest du mal Lust, die mal hier zu zeigen, dann würde ich das machen. Das muss ja nicht gerade gleich die Riesengalerie da sein. So. Café Florian. Café Florian, ja, da ist was mal im Café Florian drin, ne? Da ist gar kein Platz für Da Bilder. Da. muss man drinnen sein, weil draußen kostet Geld. Ja. Nee, Also, drin wenn kannst du du. keine Ne, Bilder aufhängen. nein, leider. Ja, nur ganz kleine, dafür mehrere. Aber Café Florian ist halt so der Punkt, egal ob das touristisch ist oder nicht. Also, wenn wir in Venedig sind und ich komme aus Kärnten, also das war ja für uns sind das 2 Stunden mit dem Auto weg. Ne? Ich bin ja Ja. schneller in Venedig wie, also nicht in Frankfurt. Ja. Also damals gewesen. Und also wir sind da immer rein und die Kinder mussten auch jetzt beim letzten Mal noch mit. Jetzt fahren sie Natürlich geht nicht mehr man. mit. Ja? Also Stehkaffee innen drinnen, Espresso kostet weniger wie bei uns hier der Kaffee kostet. Ne? Ja, nicht hinsetzen, weil das ist teuer. Ja? Also Cappuccino Ja, im aber Sitzen bei Musik ist verboten. also Café Florian muss man einfach mal reingehen. Also ich habe mal gelesen, man muss es einfach so sehen, als wenn man wie ein Eintritt in ein Museum. Und dann kriegst du auch einen Kaffee zu. Da Okay. hat ja auch einen Haufen Geld für so einen Espresso oder einen Kaffee oder wie auch immer. Aber du sitzt da einfach grandios und guckst dir die Kellner da an, wie sie hin und her schwirren. Das ist schon ein Erlebnis. Ne? Also ich müsste sie auch nicht jeden Tag die Woche haben, aber so Na, einmal, das nicht. klar, kann Wobei, man machen. wir Ne? stehen in der Regel, wir sitzen nicht, weil dann kostet auch nur 2 Euro irgendwas. Also dann ist er günstig Ja, geblieben. nö, ich mach Sie dann schon das sitzen. volle Programm. Okay, na dann ist Nö. es Museumseintritt. Das verstehe ich. Ja, genau. Die haben auch gute Dinge zum Kaffee dazu, das ist auch schlecht. Aber ich kenne natürlich auch andere Cafés, Ja. da kriegst du einen Cappuccino oder einen Kaffee für einen Euro, ne? Gibt's auch. Ja, und wahrscheinlich sogar noch besser. Ja, kann sein. So, da haben wir die zwei Projekte. Drittes Projekt, Heimat. Die Heimat, genau. Heimat Wilhelmsburg. Das war auch ein ganz großartiges Projekt. Und zwar ist das so gekommen, Stopp, was ist Williamsburg? Wilhelmsburg ist ja ein größerer, ich glaube sogar der größte Stadtteil in Hamburg, der südlich der Elbe liegt. Okay, gut. Der vergessene Stadtteil, wie man immer so sagt. Ein links von der Politik lange Zeit links liegen gelassener Stadtteil, der sich selbst überlassen worden ist, würde ich mal so sagen. Also andere mit den üblichen Problemen der Immigration und schlechten Schulen. Das wandelt sich jetzt alles wiederum, aber damals war das schon ein Problem. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe eine liebe Fotografin, Freundin, die Britta Kohl-Boers, auch unter Wellenschlagen bekannt, sehr bekannt. Und die sagte zu mir, Mensch, lass uns doch mal wieder einen Fotowalk machen. Wir machen das manchmal so, ne? Ruft sie an und sagt, wollen wir mal irgendwo hin? Und dann sagt sie, ja, wollen wir nach Bergstedt oder nach Wilhelmsburg? Und Bergstedt ist bei mir nebenan. Das ist so Kategorie, kann ich auch über den Friedhof laufen, ne? Da passiert einfach nichts. Jetzt nichts gegen Bergstedt, aber das ist so Vorgärten und so. Nee, da habe ich gedacht, nee, lass uns doch mal nach Wilhelmsburg. Und dann sind wir da durch Wilhelmsburg gelaufen. Und da habe ich echt gedacht, ich bin so auf einem anderen Stern. Ne? Ich war vorher noch nie da. Kann man gar nicht glauben. Ich war vorher 50 Jahre oder so, keine Ahnung, naja, 50 Jahre zu übertrieben, aber jahrzehntelang nie in Wilhelmsburg. Also nur mal zum Fußballspielen früher. Da habe ich mal gedacht, so schnell hin und schnell wieder zurück. Und so, aber da noch nie so mittendrin, so gar nicht. Und das ist wirklich ein ganz toller Stadtteil mit wunderbaren Menschen. Und dann ging das weiter. Dann habe ich an einem Buchworkshop teilgenommen. Also Bücher machen bei Andreas Herzau. Er ist ein sehr bekannter Fotograf und Büchermacher auch. Leider dieses Jahr verstorben. Und der fand die Bilder auch schon irgendwie toll. So. Und dann hat er angeboten, nächstes Jahr, sagt er, mache ich eine Masterclass. Geht 9 Monate. Und hättest du Lust zu? Ich sage, ja, mache ich. Und ich bringe noch einen jemanden mit. Dann war die Britta auch mit dabei. Und dann haben wir uns 9 Monate lang mit Wilhelmsburg beschäftigt. Und sind immer wieder hin. Das musst du so vorstellen. Du kriegst, man hat eine Bildbesprechung und sagt er, 6 Wochen später bring mal wieder 30, 40 Bilder neu. Also hast du hast so einen kleinen, so einen positiven Druck, ne? Sonst lässt du das schleifen, aber du hast immer so Druck gehabt, ah, bring mal wieder was mit.
dann immer wieder hin und immer wieder besprechen. Und daraus ist dann das Projekt Heimat entstanden, also Heimat mit AY geschrieben. Das ist ein türkisch-deutsches Wortspiel von türkisch Heimat auch. Und dann, weil das natürlich ein Stadtteil ist, der von türkischen Einwanderern stark heute in längst in dritter Generation geprägt ist. Und dann haben wir dort uns dran abgeackert an dem Thema. Auch eine schöne Ausstellung. Wenn man jetzt, ich komme auf das zurück, weil ich glaube, es ist spannend. Das sind sicher Dinge, die auch andere Fotografen oder vor allem auch in der Hobbyfotografie inspirieren könnten, so in Projekten zu arbeiten. Das heißt, diese Masterclass war so, dass ihr euch getroffen habt, jetzt einfach nur laienhaft für mich jetzt, ja, ohne das ganze Detail. Aber ihr habt euch getroffen beim ersten Mal und dann gab es das Thema, oder wusstest du von Anfang an, dass du dort fotografieren wirst? Na, wir haben das Thema vorgeschlagen. Wir haben das Thema vorgeschlagen. Und dann, Okay. wir beide dann zusammen, Britta und ich. Und dann wurde das halt mal besprochen. Also ich muss, um da nochmal drauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Weil ich bin ja einfach ein Fan von Projekten, obwohl man es vielleicht vorher gar nicht weiß, dass das ein Projekt ist. Aber wenn man irgendwie mal die Chance hat, irgendwas zu machen, man sagt, oh, aus dem Bereich mache ich mal ein paar Bilder. Und wenn es nur die eigene Straße ist, irgendwo auf dem Dorf, vollkommen egal. Und das einfach mal vielleicht mal näher fotografiert und nicht mal nur rumläuft und hofft, dass irgendwas Lustiges passiert. Ja, sonst laufen wir, so Streetfotografen laufen ja immer rum und denken, oh, mal gucken, was so passiert. Und dann kommen dann einige ganz tolle, ach, wie lustig Bilder dabei raus. Aber so mal als Projekt denken, so, ah, das ist jetzt mal was, das muss ja auch nicht immer unbedingt was mit Straßenfotografie dann zu tun haben, ne? Aber, oder einer, das macht dort sonst was, ne? Also einen anderen Stadtteil für sich oder das Dorf, wo er wohnt. Das kann ja auch ganz toll sein. Man muss ja nicht immer gleich nach New York fliegen oder was. Du warst ja gerade da, aber da fliegt man Das halt hin, macht seine Bilder, wollte gerade ne? sagen, Vorsicht. Das weiß ich, aber guck mal, das weißt du ja dann selber. Ich war noch nie da, aber du fährst ja dann dahin, machst deine die Bilder so gut wie du kannst, und dann fährst du wieder weg. Und dann kannst du ja nicht sagen, oh, da in dem Stadtteil, da würde ich gerne nochmal nächste Woche hin. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, man macht dann so viele gute Bilder, wie man irgendwie das vermutet, oder man versucht so viele Bilder zu machen, wie man kann. Aber wenn du ein Projekt hast, dann sagst du auch mal, okay, in 2 Wochen ist dann Schützenfest oder keine Ahnung was so. Ne? Also da bin ich eher ein Fan von solchen Geschichten. Ich komme gleich nochmal zurück. New York war so, du hast natürlich, wenn du sagst, du gehst jetzt mit einer anderen Fotografin oder mit einer Masterclass, dann hast du ja auch ganz anders Zeit oder ganz anders Muße zu fotografieren. Ja, jetzt habe ich eine geduldige Frau, die dann auch zwischendurch mal was alleine macht. Ja. Also New York, wo du sagst, Projekt, ich habe dann den Vormittag frei gehabt, um es jetzt so zu formulieren. Das klingt jetzt böse. Und bin einfach nur an der Straßenkreuzung gestanden und habe die Leute fotografiert, die mir gegenüber auf dem Zebrastreifen gekommen sind. So einmal nach rechts auf der einen Ampel und einmal, wenn die andere Ampel rot war, auf der anderen Seite. Wobei New York gibt es keine roten Ampeln. Wobei die gibt es schon, aber das ist nur ein Hinweis, dass man besser aufpassen muss, wenn man drüber geht. Das Das muss, war schon manchmal ist das spannend. ja Ich auch habe gut. dann Ja, 100, 100 das so ist auch Bilder von toll. Menschen. Ja, Ja. manche sind scharf geworden, manche nicht. Manche haben blöd geschaut, manche haben sich umgedreht. Ja, also, aber das ist auch so ein Punkt, der sagt, ich musste gar nicht gehen. Ich dachte jetzt, ich wäre jetzt da stundenlang, weiß ich nicht, durch irgendeinen Stadtteil Ja. herumlaufen, bin aber eigentlich vor dem Hotel stehen geblieben und habe gewartet, bis die Leute über die Kreuzung kommen. Ja, Ja, dann ist das eben ein es, 5-Stunden-Projekt, das, auch egal. Habt ihr halt so, ja, dass man irgendwas war hat, so, das interessant. finde ich, Ja. ja, das ist das glaube ich, ja. So, aber ich gehe Ja. nochmal zurück auf diese Masterclass, weil das ja doch Ja. ein bisschen mehr ist als einfach nur ein eigenes Projekt. Und dann habt ihr euch getroffen und richtig Aufgaben gekriegt oder war die Aufgabe Nee, nee, einfach, nee. ihr müsst Dann was tun und zeigt nachher, was ihr überlegt habt? ja, so ähnlich. Also ich gehe manchmal mit Britta zusammen los und kommt auch schon mal vor. Und aber meistens geht man alleine, ne? Oder sie links rum und ich rechts rum, weil das funktioniert meistens, also bei uns. Das funktioniert meistens nicht, dass du zu zweit losgehst und schon gar nicht in einem Stadtteil wie Wilhelmsburg. Kommt mal vor, das ist auch mal ganz nett, wenn Britta geht manchmal vor und spricht manchmal Leute an und so. Und ich komme dann hinzu und mache mal ein Bild von denen. So, das war auch mal immer ganz nett. Nee, wir haben ja das Thema Wilhelmsburg gehabt, einfach. Das heißt dann, wir treffen uns in 6 Wochen wieder, das war voll genau festgelegt. Und dann sagt er, und dann
wenn halt die Bilder ausgebreitet wurden, vorher geprintet und dann liegen sie da und dann werden die besprochen. Wobei er einmal zu mir gesagt hat, ich bin da auch verstärkt angefangen mit Porträtfotografie, im Sinne von Straßenporträts so, dass er sagt, ja, beim nächsten Mal bringen wir mal 20 Porträts mit. Ne? Das sind schon nicht so einfach. Das ist schon so die harte Nummer. Ne? Das ist ja, Menschen da sind ja auch wirklich immer. ansprechen, noch dazu Ja. in einem Stadtteil, Ja. wo du sagst, du würdest nicht immer alle ansprechen, die dort herumlaufen. Das muss man sehr diplomatisch formulieren, ich weiß schon. Aber Ja. ich kann mir das nicht immer einfach vorstellen. Nee, das ist auch gar nicht einfach. Da bin ich auch irgendwann mal dazu gekommen. Ich habe mal so ein kleines Heft gemacht, so ein kleines Büchlein. Und dann habe ich da alle möglichen Leute drin, so, die ich schon mal fotografiert habe. Und dann gehe ich auch zu den Leuten hin und sag Mensch, kann ich mal ein Foto machen? Und dann gucken die erstmal natürlich ein bisschen sparsam, ne? Und dann zeige ich so, ach, guck mal, ich mache hier ein Willems-Projekt, ich zeige dir mal die Bilder. Und dann zeige ich denen so das Heft und wo die Leute so drin sind. Und dann sagen die, oh, das ist ja toll. Und ja, dann gerne. Und dann musst du nur versuchen, das so hinzubekommen, dass du auch ein vernünftiges Bild bekommst. Oder weil ich hatte mal, das war auch ganz witzig, da habe ich dann so zwei junge Mädels angesprochen, die waren so, ich würde so 18, 19. Es war dunkel schon und die waren an der Bushaltestelle und dann habe ich die gegenüber gesehen. Die waren so toll angeleuchtet, ne? So zwei Muslimas. So ganz toll aussehen vom Look her. So. Und das war so ein tolles Bild, wie sie so angeleuchtet in dieser Bushaltestelle sitzen. Und jetzt musst du dir ja vorstellen, jetzt kommt von der anderen Straßenseite ein grauhaariger alter Mann auf die zu, in deren Sicht ein komischer Mensch auf die zu mit einer Kamera und sagt, Mensch, könnt ihr mal ein Bild machen? Das habe ich zuerst auch gesagt. Und dann sage ich, dann habe ich das sofort aber mein Heft hier ausgebreitet und habe gesagt, guck mal hier, die Bilder habe ich schon mal gemacht hier in Willemsburg. Und dann habe ich das so ein bisschen geblättert und dann zeigt sie auf ein Bild und sagt, das ist ja mein Opa. Den kenne ich ja. Das Super. ist ja mein Opa, sagt sie. Ja, dann konnte ich das Bild machen. Das ist heute immer noch einer meiner Lieblingsbilder von den beiden. Ja, solche Geschichten, so kann man das auch mal machen, ne? Weil es ist nicht immer einfach, Fremde anzusprechen. Ja. Ja, ist so, Das ne? Ist so. kenne ich, mache ich viel zu selten. Und dann Ja, hast muss du, ein bisschen Gefühl haben dafür, ja, irgendwann. und dann hast du ich finde, ganz spannendes Projekt, weil es einfach von der Idee her super ist, dieses 49-Euro-Ticket-Projekt. Ja, Ich das habe ist mal gerade so mein Liebling. jemanden, weiß gar nicht mehr, wer das war, der hat gesagt, der fährt eine U-Bahn-Linie ab und bei jeder Station steigt Ja. er, kauft sich eine Tageskarte und bei jeder Station steigt er aus, Ja. gibt sich 3 Minuten Zeit, macht ein Foto, aber wirklich mit der Stoppuhr, dann steigt er ein und fährt die nächste Station an. Ja. Was ist dein 49-Euro-Ticket? Deutschland ist groß, da kann man weit kommen. Ja, das ist verwandt, würde ich sagen, mit dem Thema, klar. Nee, also aus der Idee mal heraus, irgendwann mal mit dem 49-Euro-Ticket einfach mal Urlaub zu machen und irgendwo mal einfach mit einem Rucksack losfahren und die erstbeste Bahn nehmen, die irgendwo hinfährt und rein zufällig. Also egal wohin. Also wenn es nach Dortmund geht, geht es nach Dortmund in die andere Richtung auch. Und das mal so ein paar Wochen zu machen, da hätte ich mal so Lust zu gehabt. Und aus der Idee heraus haben wir das Fotoprojekt entwickelt, dass wir sagen, wir nehmen uns das 49-Euro-Ticket, wir fahren los an einem bestimmten Punkt, meinetwegen Hamburg, steigen in einen Regionalzug, Regionalexpress, würfeln die drei und an der drei steigen wir aus, an der dritten Station. Fotografieren dort. Meistens haben wir eine Stunde nur, weil der Turnus ist meistens eine Stunde. Eine Stunde um den Bahnhof herum, an der Strecke herum, auch jetzt auch mal zur anderen Seite hingucken und steigen wieder ein und der Zufall bringt uns wieder zur nächsten Station. Und das wollen wir durch ganz Deutschland so machen. Da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so von der Deutschen Bahn das Kursbuch. Kennst du das noch? Da haben sie, wenn du so gefragt hast, wie die Verbindungen sind. Gesamtfahrplan von ganz Deutschland, ne? Ja, genau, so ein Teil war das so. Ja. Und da sind, das ist auf der ersten Seite ist so ein Raster abgebildet. So, das sind 12 Raster, auch denn die mit einer Landkarte verbunden sind. Und dann haben wir gesagt, wir machen jedes Raster in ganz Deutschland. Also wir fahren los, wir machen das zu dritt. Einmal mit der Britta, ich mit der Britta Kohlboas und den
Bastian Hertel, Fotograf. Wir haben das gemeinsam, das Projekt. Wir fahren los, fotografieren irgendwo, auf Zufall steigen wieder ein. Das heißt, eine zufällige Reise durch Deutschland, durch die Provinz. Wir vermeiden Metropolen. Wir wollen nicht in den Metropolen fotografieren. Also nicht Hamburgs ausgeschlossen, München und sowas. Das machen wir dann nicht. Aber in die Kleinstädte und Dörfer. Manchmal kommst du da raus. Mach das jetzt schon ein paar Monate. Da denkst du, steigst du aus und denkst du, ach du große Neune. Da ist dann auch gar nichts manchmal. Ne? Nämlich Oder wirklich nur, nichts, nur der Bahnhof, da ne? ist wirklich nichts, nur ein Ja. Bahnhof manchmal immer. Oder sind nur so ein paar Vorgärten, die du jetzt irgendwie. Also es ist schon spannend. Also du fährst manchmal auch einen Tag rum, manchmal, du hast auch noch meistens 3 Stationen geschafft. Und dann ist manchmal auch gar nichts gewesen so. Ne? Jetzt war ich gerade in Hannover, einen Workshop mitgemacht mit dem Herrn Rolf Nobel, so wie ich eine Woche in Hannover bin, dort rumgefahren, habe gesagt, das Thema war eigentlich urbane Landschaften und habe dann gesagt, so Mensch, kann ich das Projekt nicht machen? Da hat er gesagt, das ist so eine grandiose Idee, das müsst ihr machen. Und da sind wir jetzt bei. Also im hohen Norden ist es noch relativ einfach, ne? Aber irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo du irgendwo hinfahren musst und übernachten musst. Das ist ja klar. Ja, die Jetzt geht's mal irgendwann Distanzen nach. werden langsam länger, ne? Ja, jetzt geht's noch dieses Jahr noch mal nach Berlin und dann wollen wir noch mal nach Chemnitz fahren und da aus Sterntouren machen oder nach Halle. Aber dann, wenn es mal nach Bayern geht oder sowas, dann wird's ein bisschen spannender. Muss in Nürnberg vorbeikommen. Ja. Hat auch nicht was. Ich unterbreche noch mal kurz, Ja, sorry. klar. Es hat auch nicht immer gleich was mit Street zu tun. Also ich habe bis jetzt kaum Menschen da drin, sondern eher so dieses. Wir versuchen so ein bisschen so Deutschland zu erkunden, so dieses typische Deutsche rauszufinden. Ja, Ah, das kann spannend werden. Imbissbude, naja, ist spannend. Ich habe heute von dir über Instagram in den Stories und heute ist der 3. Juli gesehen. Jetzt ist es allerdings schon wieder weg, die Story. Das ist immer der Nachteil für mich an diesen modernen Ja. Instagram-Dingern, weil die Dinger verschwinden. Was ist Deichdiele oder Stichwort Deichdiele? Was hast du vor? Unsere liebe Deichdiele, unser Wohnzimmer in Wilhelmsburg. Wir haben ja das Meet and Street nächste Woche. Ich muss direkt mal gucken. Ja, ist nächste Woche Samstag schon, am 13. ist das große Meet and Street-Treffen hier in Hamburg. Und am 12. da haben wir gesagt, wir machen doch mal ein kleines Vorgeplänkel. Wir treffen uns am Freitag. Wir bieten an einen Fotowalk zur Deichdiele von Hamburg aus. Steigen wir in die Fähre oder gehen durch den Elbtunnel oder fahren mit der Bahn rüber nach Wilhelmsburg. Und da ist die Deichdiele eine sehr gemütliche, urige Kneipe, sag mal, Gaststätte, eine Kneipe, ne? Ist eine Kneipe, wo noch Polstersitze drin sind und sowas, wo Musik gemacht wird. Also ein richtig geiles Teil, ne? Also wenn man nach Hamburg kommt und mal was Ursprüngliches sehen will, mal nicht nur auf die andere Seite, auf die gute Seite der Elbe auch noch rüberfahren zur Deichdiele. Und dort haben wir ja im Vorwege gesagt, okay, wir machen einen kleinen Fotowettbewerb nicht, aber wir wollen ein paar Bilder ausstellen. Und wer ein Bild ausstellen will von den ganzen Meet and Street Teilnehmern, der kann uns ein Bild schicken. Und die stellen wir da aus. Und jetzt haben wir gerade gesagt, wir stellen einfach alle aus. Ne, haben sich 100 Leute angekündigt, die dort ein Bild ausstellen möchten. Vielleicht kommen auch alle. Und hier stellen wir da alle irgendwie aus, ne? Von 50 mal 70 bis Postkartengröße stellen wir alle irgendwie dahin. Und dazu ist da ein bisschen, kommt noch eine Liveband irgendwie, habe ich gehört, kommt noch. Und ein Discjockey und so. Und dann kommen die ganzen, also du musst dir vorstellen, aus Nürnberg können wir auch, aber ich glaube, das ganze Kollektiv aus Nürnberg kommt an. Die waren natürlich noch niemals in ihrem ganzen Leben drüben in Wilhelmsburg, geschweige denn sind da mal mit der Fähre rübergefahren und gehen dann durchs tiefste Wilhelmsburg darüber. Also es wird eine super spannende Sache. Und alle treffen sich dann in der Deichdiele. Da steht so schön mit Fischfrikadellen, DJ Ja. und Liveband. Ja, und Brezel. Brezel steht da nicht, Ja. aber ist okay. Ja, und ein paar Brezel. Ja, wir haben gesagt, dann muss er, sonst ist, die können ein bisschen was zu essen machen. Dann haben wir gesagt, dann muss ein Fischbrötchen, eine Fischfrikadelle her. Das ist ja, passt Super. doch. Ja, aber das heißt, diese Kollektive, die sich da gerade, die so da aus dem Boden kommen, ja, Ja. die sind eigentlich sehr aktiv, ne? Wenn man so hört. Ja. Du hast jetzt da in Hamburg das Nürnberger Kollektiv, ja, da gibt es ja ein paar über Deutschland jetzt, die da Ja. immer aktiver werden eigentlich. Also Ja, ist das nicht irgendwie, toll? Das ist doch ich finde so das super, super. ja. Ja.
Der Rolf Nobel, der ist ja bei Professor in Hannover, der Journalistenschule, der ganz nach oben gebracht, der hat auch davon geschwärmt. Da sagt er, nirgendwo ist sowas gut vernetzt wie die Straßenfotografen. Und er sagt er auch, und die Qualität wird immer besser. Und man kann ja überall hinfahren. Ich war jetzt in Hannover, und dann rufe ich da an oder habe einen kurz Message raus und sag hier, ich bin in Hannover. Da haben wir uns ja abends auf Bier getroffen oder waren noch auf Fotowalk mit. Und in Nürnberg, war ja Nürnberg und da habe ich ja, haben wir uns auch getroffen mit ein paar von denen. Ne? Und so kannst du ja echt überall hinfahren. Ne? Ich kenne die Dresdner jetzt gar nicht, nur vom Sehen einmal ganz kurz in Hamburg, aber ich bin mir sicher, wenn ich nach Dresden, Frankfurt oder sonst wohin komme, und schreib kurz eine Nachricht, ich bin da, könnt ihr mich ein bisschen rumführen. Da finden sich immer welche, die das machen und umgekehrt ja auch. Machen wir auch. Das ist doch echt, das ist doch so toll. Und weißt du, das ist ja auch so kein Neid da und so. Was ist, wir sind alle keine Profis, oder die meisten ja nicht. Das ist kein Neid da. Wir freuen uns, wenn einer einen Wettbewerb gewinnt oder keine Ahnung was. Ich finde das klasse. Ja, es ist aber etwas, zumindest für mich, was jetzt in der letzten Zeit erst aufgekommen ist. Also das ist noch nichts, wo ich sage, das kenne ich jetzt seit 5 Jahren, sondern gefühlt ist das nach Corona erst entstanden. So für mich jetzt in meiner Ja, Wahrnehmung. Kann sein, dass weiß es gar früher nicht. schon war. Gefühlt ist das jetzt aufgeschwappt oder Ich hochgekommen glaube mehr. nach, glaub, na, nach glaub Frankfurt waren ja die ersten mit 60 Teilnehmern waren da, glaube ich, ne? Okay. Weiß jetzt gar nicht so die Zahlen. Hannover waren dann 100 und bei euch in Nürnberg waren es ja schon dann 200 oder so. Und damit ist das dann auch irgendwie explodiert, ne? Und wir rechnen ja am Samstag mit irgendwie 300 Leute oder was. Das, keine Ahnung. Also, Das und ein Kollektiv nach dem anderen ist so rausgekommen gerade, ne? ist jetzt nichts, wo man sagt, das muss man nicht vorbereiten. Ne? Da ist also, das Nö. wird langsam Arbeit. Ne? Ah, das Aber hat es jetzt. organisiert sich halt auch selber durch diese Community, wie es so schön heißt. Ne? Da kümmert sich Ja, halt Welt, jeder drum und so. das wäre schön, wenn sich das jetzt selber Ja gut, erarbeiten würde. du hast jetzt die Idee. Ja? Du sagst, wir machen das in der Ja. Deichdiele. Gut, das sind natürlich Dinge, da muss einer Ja. mal irgendwo die Hand draufhalten, weil sonst geht das schief. Aber ansonsten, Aber da hast du recht, die das kommen natürlich Rest. alle von alleine, ne? Da musst du nicht großartig trommeln, ne? Machst du einmal einen Instagram-Post raus, ein paar Mal, und dann kommen die alle, ne? Und Klar. dann mal ist Spaß. Natürlich haben alle Spaß, ja. Ist schön, wenn sowas auch dann funktioniert an der Stelle. Was ist dein nächstes neues Projekt? Hast du irgendwas vor, wo du sagst, damit fangst du jetzt an und wir können ab jetzt dich verfolgen? Im Sinn von Das jeden 49, Tag das ja, 49-Euro-Projekt. das 49 Euro. Venedig bin ich jetzt wieder im November und Fischmarkt läuft sowieso auch weiter. Aber das Herzensprojekt gerade ist tatsächlich das 49-Euro-Projekt. Das ist gerade das, wo wir dran arbeiten, wo wir jetzt auch prominente Mithilfe kriegen würden. Das ist noch nicht so ganz in festen Tüchern, aber wir haben gesagt, okay, das ist so also langfristig angelegt. Da muss auch mal einer rüber gucken über unsere Arbeit. Und da sind wir jetzt da gerade bei, da mal uns fachkundige Hilfe dazu zu holen. Mal sehen, ob es klappt. Im Sinn von Kann ich aus. Masterclass-artig Bildbesprechungen oder Ja, organisatorisch. im Sinne von, dass man sich mal trifft und oder Bilder rüber sendet und dann uns die Meinung dazu anhören. Ja, okay. Und das dann darüber langfristig begleitet wird. Jetzt nicht im Sinne, wir treffen uns in 6 Wochen wieder, wie bei Andreas Herzau, sondern dass nur, dass einer mal oder ein oder zwei oben rauf gucken und sagen, Mensch, ihr seid auf dem richtigen Weg. Oder versucht mal so, wir wollen da jetzt mal so eine Strategie rausarbeiten, dass wir da so fotografieren wollen oder müssen, wie auch immer. Aber da kann ich jetzt noch keine Namen sagen, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber das kriegt Dann. ihr irgendwann mal mit. Nee, da geht's weiter. Da geht's weiter. Super. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Oliver Jockers, ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir plaudern schon Ja, wieder ich eine danke. Stunde. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Ehrlich? Ja. Ja, ist schon über eine Stunde, wo wir jetzt hier aufnehmen. Aber es ist immer schön, die Zeit vergeht. Und wenn man nicht merkt, wie lange es dauert, ist das ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, sehr geehrte Damen und Super, Herren, ja. dass Sie das auch so finden und vielleicht sogar bis zum Ende zugehört haben. Lieber Oliver, alles, alles Gute, viel Spaß mit deinen Projekten, unter Anführungszeichen, nicht nur Projekt.
Und schau, dass du mit deinem 49-Euro-Ticket noch fährst, solange es das noch gibt. Wer weiß, wie lange Ich es komme das auch nach gibt. Nürnberg, ich bin mir sicher. Das ist notwendig. Ja, Dann 100 meldest Pro. dich. Ich melde mich, klar. Michael, Alles vielen Gute. Dank. Sehr Danke sehr. gerne. Ciao. Damen und Herren, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.